Ja, hallo miteinander. Ich bin's wieder, euer Michael. Heute schon mit Kapitel 17, dem vorletzten Kapitel aus meinem Buch. Und es wird richtig spannend, das kann ich euch sagen. Haltet euch fest. Kapitel 17, ein ganz normaler Tag. Nach einem guten Frühstück lässt sich der Tag gut angehen und das dritte Mäusetellerbrot verschwand zwischen Gnizis Nagezähnen. Mein Mäuseboy bleibt heute aus. Ich werde heute alle meine Freunde besuchen, dachte sich Gnizi und ging zu Karl. Karl war gerade dabei, seine Holzpfote neu zu lackieren, als Gnizi eintrat. Und die Spielmaus ist wieder zurück ins wahre Leben. Ja, Karl, ist ja schon gut. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Hier, bitte, halt mal meine Holzpfote. Dann kann ich die auf der Rückseite besser streichen. Sieht doch ganz geil aus, das Teil, oder? Naja, über Geschmack lässt sich streiten, Karl. Stimmt. Und Hauptsache, ich finde mein Bein super. Und wann ist dein Powerflunken voll betriebsbereit, Karl? Ich schätze ein, so in einer knappen Stunde dürfte die Farbe getrocknet sein. Gut, dann schaue ich noch mal vorbei. Will nun zu Bubo. Wickel und so. Mach das und bestell schöne Grüße. Bubu schlief ruhig und fest, was Gnizi als gutes Zeichen deutete. Sie ließ Bubu schlafen und hielt Wache. Während Bubu so bei Gnizi saß, schaute sie sich in seiner Wohnung um. Hier standen eine Menge alter Bücher. Da war die Geschichte der Eulen des 19. Jahrhunderts, dann ein Band Hexen, Magie und Eulen und ein ganz dicker Schinken, die Eule von Harry Potter. Wer immer das auch sein mag, dachte sich Gnizi. In dem Moment hörte sie: Und möchtest du dir ein Buch ausleihen, Gnizi? Karl war derweil wach, Entschuldigung, Bubu war derweil wach geworden und sprach Gnizi an. Gerne, aber heute nicht. Wollte mal nach dem Rechten sehen und schauen, was der Adlerkot so macht. Er stinkt, hilft wohl aber. Ich habe kein Fieber mehr, glaube ich. Gnizi steckte kurzerhand das Fieberthermometer unter Bubos Flügel, wartete und meinte dann schließlich: Stimmt, Herr Patient, Sie sind auf dem Wege der Genesung. Meinen Glückwunsch. Danke, aber ohne euch würde es mir nicht so gut gehen. Ich gehe jetzt besser, bevor du noch mehr rumsülst. Das war doch selbstverständlich unter Freunden. Tschüss, Bubu. Tschüss, Gnizi. Gnizi kletterte von der Eiche und lief zur Wiese. Eine Kontrolle beim Tiefbauamt und Otto Schüppe wäre nicht schlecht. Ein Hallo sagen sowieso, murmelte Gnizi und aß genüsslich an einem Löwenzahn, als plötzlich ein Schatten über ihr war. Gnizi drehte sich um und sah das Grauen in Person. Wie ein Pfeil schoss Blackbird auf Gnizi zu. Ihr wisst ja, das war der Falke aus Kapitel 1. Ihr blieb nicht mehr viel Zeit. Dann waren die gemeinen Krallen da und würden sie umarmen. Gnizi sprang instinktiv zur Seite, genau im richtigen Zeitpunkt. Schon bohrten sich Blackbirds Dolche in den Boden. Du entkommst mir nicht, Gnizi. Die Suche nach dir findet heute ein schmackhaftes Ende. Wir werden sehen. Du weißt doch, Blacky Boy, wer zuletzt lacht. Wobei Gnizi eine heftige Hakenstaffette schlug und wie wild wegrannte. Der Falke war schon wieder in der Luft und jagte jetzt im Tiefflug hinter Gnizi her. Er war schnell, sehr schnell. Und der Abstand zwischen ihr und Gnizi verringerte sich zusehends. Schon war er wieder fast auf gleiche Höhe bei Gnizi. Die unternahm einen weiteren Versuch, diesem Stinkstiefel mit Federn es gehörig zu zeigen. Gnizi sprang eine Rolle rückwärts. Doch die Wendigkeit des Falken war gut. Er bremste, wobei seine Krallen weit auseinandergespreizt waren. Und genau so eine Kralle erwischte Gnizi an der Hinterpfote. Sie verlor das Gleichgewicht, überschlug sich und sah diesen Mistvogel direkt in die Augen.
ohne zu überlegen, unternahm Gnizi nun einen verzweifelten Versuch, sich zu retten. Sie sprang mit weit aufgerissenem Maul diesen Monstergreif direkt ins Gesicht. Blackbird hatte mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser Attacke. Völlig überrascht landete Gnizi mitten auf seiner Nase und Gnizi biss sofort zu. Der Falke war geschockt. Er schrie auf und versuchte, Gnizi abzuschütteln, was dazu führte, dass Gnizi noch fester zubiss. Von Schmerzen gezeichnet, ergriff Blackbird die Flucht. Aber mit Gnizi auf der Nase. Durch eine Vielzahl von Flugrollen und anderen riskanten Flugmanövern sollte Gnizi abgeschüttelt werden. Aber es half nichts. Als der Falke dann zu einem Sturzflug ansetzte, gab es für Burschmaus Gnizi nur noch einen Gedanken. Jetzt oder nie. Und ließ einfach los. Gnizi stürzte zur Erde und das schwarze Monster mit hasserfüllten Augen hinterher. Der Aufprall auf einen Reisighaufen war Gott sei Dank nicht so schlimm. Gnizi lag auf den Rücken und sah Gorgo, der schützend seinen Flügel über sie legte. Mit vor Wut rot angelaufenen Augen und einer sehr verletzten Nase machte Blackbird eine Wende und flog laut zeternd mit Wutgeschrei von dann. Gnizi begriff langsam, was passiert war. Sie war mitten in Gorgos Nest gefallen und das rettete ihr Leben. Was ist passiert, Gnizi? Wollte Gorgo wissen. Eigentlich ein fast normaler Tag, raunte sie und schlief dann vor Erschöpfung ein. Ja. Das war's. Es kommt nur noch ein einziges Kapitel, der Hausputz, und dann ist mein Buch erstmal zu Ende. Und danach machen wir eine kleine Umfrage und die wird dann darüber entscheiden, ob ich das Buch weiterschreibe oder nicht. Ich bedanke mich bei euch. Bleibt wie immer gesund. Habt Spaß in den Backen. Bis zum letzten Kapitel, Kapitel 18, der Hausputz. Tschüss!